Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente und gucken uns den letzten feindlichen Zug an. Ich weiß, die Musik am Anfang ist immer ein Ticken laut, aber im Spiel geht's dann. Okay, das U-Boot kommt zum Glück nicht ganz so weit, aber ich nehme mal an, dass da drüben haut ab. Hier wird ein bisschen ja, verschoben. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir Königsberg einfach so geschenkt kriegen. Und die Reiter erwischt. Okay. So, da wird ein wenig nachgerückt. Sogar vorgerückt. Wird Belgrad überleben? Aus ihnen zumindest zugute halten, dass sie es sehr lange mitmachen. Kommt da noch ein Angriff oder? Also, sonst das wäre ein ziemlich großer Erfolg, wenn gegen die Zahl an Feinden da die Stadt nochmal eine Runde gehalten hat. Aber das dürfte es trotzdem wahrscheinlich bald gewesen sein. So, das Bergwerk fällt. Hier wird ein bisschen durchgerückt. Da drüben Angriffe. Autsch. Ah ja, und wir sind also bei den neuen Einheiten. Das heißt, soweit so gut. In Serbien, ja. Die Stadt hat standgehalten. Aber dahinter haben wir dann womöglich leichte Probleme. Oh. Norwegen und Schweden versorgen das Deutsche Reich mit Rohstoffen, die der Feind für seine Kriegsanstrengungen benötigt. Dies ließe sich am wirkungsvollsten unterbinden, indem wir beide Staaten mittels Diplomatie dazu bringen, den Handel mit den Deutschen einzustellen. Mit ausreichend diplomatischem Druck würde Norwegen vielleicht sogar damit beginnen, die Rohstoffe stattdessen an uns zu liefern. Damit würden wir unsere Einnahme- und Kriegsanstrengungen auf Kosten der Deutschen stärken, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Darüber hinaus würde auch die nationale Moral im Deutschen Reich unter der politischen Isolation leiden, was unserem Ziel, den Krieg zu gewinnen, was uns dem Ziel, den Krieg zu gewinnen, näher bringen würde. Die indische Armee kann zügig ein Infanterie- und ein Kavalleriekorps für den Einsatz in Frankreich als indische Expeditionsstreitmacht bereitstellen. Die Infanterie kann bald auslaufen, die Kavallerie hingegen wird einige Monate verzögert eintreffen. Möchten Sie, dass diese indische Expeditionsstreitmacht direkt nach Marseille in Südfrankreich verschifft wird, wo dann erste Truppen Ende 1914 eintreffen werden, ja? Oder möchten Sie die Truppen bereits zu einem etwas früheren Zeitpunkt in Ägypten anlegen lassen? Ich muss sagen, ich würde sie tatsächlich lieber in Ägypten sehen. Haben wir auch. Die wurden zuerst nach Europa entsandt. Dann zum Teil nach Mesopotamien, aber die Kavallerie ist im Westen geblieben. Nein, ich würde sie gerne in Ägypten sehen, dann können wir von da vielleicht auch vorstoßen. Weil noch sieht die Westfront ja ganz gut aus eigentlich. Der Kommandant unseres 20. Korps, Generalleutnant Ferdinand Foch, ist ein herausragender, verdienstvoller Offizier, der ein geeigneter Kandidat wäre, um unsere Streitkräfte in den kommenden Schlachten zu führen. Die Bereitstellung der logistischen Unterstützung, die er im Feld benötigt, würde 200 MPP kosten, verteilt auf 4 Runden zu je 50. Wir befördern ihn also einfach mal. Okay, und neue britische Einheiten, die wir demnächst verschiffen können. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal wieder an mit den Schiffen. Dieses U-Boot hier haben wir ja bald fertig gejagt. Gut, wenn er jetzt nicht im letzten Moment noch abtaucht, haben wir ihn. Sehr schön. Dann macht euch hier erstmal bereit für den Fall, dass halt neue Feindschiffe auftauchen. Ja, machen. Oh. Hat natürlich auch Seeminen gelegt, das war fast klar. Wir legen hier natürlich auch mal wieder welche hin. So, die restliche Flotte wartet auf ihren Einsatz. Sind wir mit den Briten, also mit den Schiffen hier zumindest fertig? Hier drüben die Schiffe. Wie sah das aus? Dann unser U-Boot geht mal vorsichtig gucken. Aber es scheint so, als ob die österreichischen Schiffe sich erstmal zurückgezogen haben. Ja, dann bleiben wir hier vorläufig auch. Aha.
Aber wir haben halt weiterhin, glaube ich, keinen Zerstörer in der Gegend. Das Flugzeug im Mutterschiff könnten wir gebrauchen, den machen wir mal ein bisschen stärker, aber sonst ist halt flottentechnisch echt nicht viel los. Ist die Osmanen im Krieg, dann dauert es wohl auch noch einen Moment. Ja, deswegen würde ich die Schiffe jetzt erstmal so stehen lassen. Obwohl, vielleicht sollten wir uns doch mal einen Zerstörer wenigstens nach da unten schicken. Vielleicht diesen französischen hier. Dann können wir da zumindest auch ein wenig U-Boote jagen. So, Westfront. Hier natürlich ein ausgesprochen schwaches deutsches Korps, das wir eigentlich einfach zerschlagen können sollten. Und da haben wir das Bergwerk wieder in unserer Hand. Ach, die Artillerie, okay. So, dann ziehst du da rein, du ziehst da rein. Soweit so gut, der hat da auch noch Schützengräben vom Vorbesitzer. Das können wir, denke ich, mal so machen. So, wie sieht es hier drüben aus? Im Prinzip kannst du da rein, dich verschanzen. Der Kollege geht dahin, drückst vielleicht mal hier auf. Bis dahin, du könntest dahin gehen. Also dann haben wir erstmal eine recht stabile Front, wie ich finde. Geh auch schon mal ein bisschen näher ran. So, ein Reiterkorps vorläufig in die Festung. Nicht, dass ich glaube, dass sie da wirklich hindurchbrechen könnten. Naja, aber wer weiß, sicher ist sicher. Und es vielleicht hier weiter oben dir gemütlich machen. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben an der Westfront erstmal recht defensiv. Weil ich finde, wenn die in Belgien jetzt nur Lüttich und Brüssel haben, das kann man verschmerzen. Und ich würde gerne halt auch noch viel forschen, gerade am Anfang zum Beispiel Industrietechnologie, aber eins nach dem anderen. Serbien. Belgrad hat wunderbar gehalten, aber unsere andere Stadt hier, der geht's richtig schlecht. Ich könnte natürlich versuchen, das Korps da rauszunehmen und dann mit der Abteilung vorzurücken. Ich denke, das machen wir einfach mal. Verbrennt natürlich alle Bewegungspunkte, das ist nicht ganz so gesund. Also unter Einsatz aller Punkte könnten wir das Korps da wieder stark machen. Versuchen wir das. Gut, sonst lass sie meinetwegen die Stadt hier drüben abschneiden. Der Angriff hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. So hier, da kommen die auch langsam durch. Das heißt, jeder Ort sollte möglichst besetzt sein. Hier, geht bitte mal nach hinten. So, ich würde sonst sagen, ja. Beim PP reichen halt für nichts mehr hier in Serbien. Wir halten das weiter einfach hin und hatten natürlich richtig viel Glück, dass Belgrad durchgehalten hat. Mal sehen, ob sie noch eine Runde leben. Das wäre schön. So, hier mit den Schiffen ist erstmal nicht so viel weiter los. Dann kommen wir also zu den Russen. Hier noch ein bisschen weiter. Plündern. So einen leichten Kreuz hätte ich gerne hier drüben. Und hier hätte ich auch noch gerne einen. Könnten auch noch eine Seemine liegen. Okay. Versuchen wir das einfach mal hier drüben. Und ansonsten sammeln wir uns hier ein bisschen und schauen halt, ob deutsche U-Boote irgendwann auftauchen. So, unsere Lage hier drüben. In der Einheit in Gumbinnen geht so langsam die Versorgung aus. Das ist ganz schick. Frage ist, wie geht man hier jetzt am besten ran? Oh, ich sehe, der Ort selbst hat nur noch eine Versorgung von 2. Das dürfte sich ja durch die Belagerung weiter reduzieren. Das heißt, wenn wir hier jetzt diese Straße abschneiden, sollte sich Gumbinnen eigentlich recht bald erledigt haben. Ja,
Wir schanzen uns das auch schon in diese Richtung, weil von da wird dann nicht mehr so viel Gegenwehr kommen. So, trotzdem mit dem HQ, das ist mir ein bisschen unangenehm. So gegen einen menschlichen Spieler. Vielleicht nutzt das doch aus und geht rein. Ich habe mich gerade, die müssten eigentlich nach Grotno ziehen können, oder? Oder dann hier die Einheiten durchtauschen? Ach nein, sie kommen natürlich nur. Dann eilt ihr mal schnell nach Grotno. Können vielleicht dahin gehen und ein bisschen so Kontrollzone ausüben. Dass die hoffentlich nicht einfach das Hauptquartier da angreifen. Gut. Und hier vielleicht mal vor und beschanzt euch. Die Reiter jetzt gerne hier hinschicken, weil dann könnten wir beide Orte belagern, aber das würden die im Moment nicht überleben. Deswegen tatsächlich. Ja, weil wenn wir reinziehen, sterben sie doch auch nur. Ich würde sie ja zurückziehen. Na gut, wir gehen kurz mal zurück. So, hier halten wir eigentlich ganz gut die Straße. Ja, schön, dieses Feld da auch noch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ja, wir könnten auf diese Straße ziehen mit dieser Einheit. Sagen wir, machen das mal. Damit diese Orte hier auf jeden Fall von jeglicher Versorgung abgeschnitten sind. Das wäre schön. Weil dann sind sie nächste Runde dann wahrscheinlich umso leichter einzunehmen. So, du verschanzt dich auch mal ein bisschen. Okay, wir stehen jetzt gut so. Ja, also mehr oder weniger. Ja, dann würde ich sagen, eins unserer neuen Korps legen wir auf jeden Fall ja dahin. Gut, dann kann Tilse diese Runde leider nicht weiter belagert werden und regeneriert ein bisschen. Aber dann ab nächster Runde machen wir da weiter. Vielleicht holen wir uns dann am besten zwei Korps in die Gegend, die nächste Runde hier die Belagerung wieder aufnehmen können. Ansonsten sieht das hier ganz ordentlich aus. So, was machen wir hier? Der Österreicher ist ein bisschen nach vorne gezogen und wir sind in die Richtung gar nicht verschanzt. Moment. Passen wir die Schützengräben an, das sollte für den Moment völlig ausreichend sein. So, wie sieht es hier aus? Ihr beschützt den Ort, das heißt, dieses Korps ist eigentlich frei. Wir könnten versuchen, halt hier sehr offensiv reinzuziehen. Einige gute Angriffsziele. Sagen wir, ja, oder obwohl, alles verlocken, aber okay, wir greifen das Hauptquartier an. Schöner Treffer, auch unsere Reiter. Könnt ihr noch kurz mal spicken? Ah, nicht viel los hier. Versorgung haben wir hier drüben, glaube ich, keine mehr. 5. Wo kommt die denn eigentlich her? Gut, aber wir kämpfen hier erstmal gegen die feindliche Kavallerie und gehen ein paar Schritte zurück. Und ihr setzt hier den Kampf fort, würde ich sagen. Könnt ihr erstmal stehen bleiben. So, dieses Korps. Ihr könnt nach vorne ziehen. Das war jetzt mal ein sehr toller Angriff, hat so gar nichts gebracht. So, hier drüben, denen dürfte auch langsam die Versorgung ausgehen, wobei wir in dem Ort jetzt auch nicht gerade Versorgungsweltmeister sind. Sagen wir, rücken hier auf und verschanzen uns dann in diese Richtung und nehmen das demnächst ein, oder? Na gut, eins nach dem anderen. Unser Primärziel sollte natürlich erstmal Lemberg sein. Es hat eine viel zu hohe Versorgungsstufe, also darauf zu warten, dass deren Versorgung ausgeht, würde zu lange dauern. Dann greifen wir halt an. Auch wenn das gewaltige Verluste nach sich zieht. Bisschen zur Seite, Leute. Macht Platz für die nachrückenden Einheiten.
Man ist jetzt schon das ist gerade die ganze Runde gegen uns gelaufen vom Zahlen her. Irgendjemand, der hier noch einen Angriff hat in der Nähe? Ihr? Ja? Ihr macht mal. Ihr seid akut angeschlagen. Ein bisschen Platz. Es war jetzt durchaus verlustreich, aber wir haben Lemberg erobert. Dürfte auch unsere ganze Versorgung in der Gegend steigern. So, das Viererkorps geht mal nach hinten. Das Siebener hat da eine etwas bessere Chance zu überleben, aber ja, zu viel Hoffnung hätte ich da jetzt auch nicht so. Wir haben sogar noch einen Angriff. Hier vielleicht da aufrücken. Und die da angreifen. Oh, ihr könnt auch die da ziemlich gut angreifen. Wenn wir mal dahin gehen. Und das Chor vernichten. Sehr gut, auf die können wir eigentlich auch schon Schaden machen. Dann gehen wir jetzt gerade hier ziemlich in die Offensive. So, die ganzen Chors waren dann dran. Hier verteidigen wir erstmal. Ich glaube, einen hatten wir noch in Moskau. Den verlegen wir dann mal hier drüben als Verstärkung hin. Hier könnten wir vielleicht noch einen gebrauchen. Okay. Stimmt, wir Serbien ganz vergessen. Wir haben noch eine neue Einheit, die exakt dahin kann. Dann platzieren wir sie auch da. Meinetwegen. Gut, wir haben auf jeden Fall gut Schaden gemacht, feindliche Einheiten vernichtet und Lemberg genommen. Hoffen wir mal, dass das hält. Das bringt dann ja auch die Rumänen näher in den Krieg für uns. Also ist ein großer und wichtiger Erfolg. Hier sollte den Deutschen auch bald die Versorgung ausgehen. Und nächste Runde machen wir dann bei Memel und Tilsit weiter. Gut, soweit, so gut. Aufklärungsbomber. Ich glaube, es ist wichtiger, nächster Zeit hier unten zu spawnen. Ich glaube, den werden wir hier eher brauchen. So. Also Westfront-Check. Ist natürlich noch nicht so viel los. Schiffe haben wir geschaut. Ja, ja, ja. Ja. Also forschen. Gegebenenfalls kaufen. Mit den Briten würde ich gerne... Ein belgisches... Ah, das kostet so viel. Ich dachte, in Lüttich sei eine Abteilung gefallen, aber nein, es war ein Chor. Ich würde nämlich erstmal gerne weiterforschen. Industrietechnologie. Das wird uns einfach langfristig extrem viel bringen, wenn wir das schnell hochziehen. Genauso wie den Grabenkrieg. Na gut, oder wir kaufen das eine belgische Chor. Das ist der Vorteil an dem ist ja auch, er startet hier direkt in Belgien, also mitten an der Front. Und nebenbei, wenn wir noch ein paar Pünktchen über haben, können wir euch noch verstärken. Ja gut, und unsere Aufklärungsbombe auch mal ein bisschen stärker machen. Gut, Frankreich. Da denke ich sehr auf jeden Fall auch Industrietechnologie und den Rest erstmal in den Grabenkrieg hinterherhetzen. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge andere Technologien, die wir auch zwangsweise brauchen. Die Artillerie, die Infanteriewaffen und. Aber wenn unsere Gräben hier erstmal sicher sind und die Westfront wirklich fest ist, dann würde ich sagen, können wir auch entspannt den anderen Kram erforschen. Italien hat nichts. Serbien auch nicht weiter. Russland. Der MPP und hier würde ich auch gerne noch einen in die Industrie stecken. So, Amerika hat nichts weiter im Moment. Haben wir noch ein russisches Chor? Die da. Ja gut, dann machen die ja auch fast voll. Die könnten dann nächste Runde nach oben gehen und ein bisschen Druck auf Allenstein machen. Gerade ob wir euch vielleicht sogar schon mal dahin ziehen können. In der nächsten Runde wird dann Versorgung hoffentlich mies sein. Man denkt eigentlich schon, dass das geht.
Außer natürlich, dass sie sich jetzt nicht mehr verschanzen können, stimmt. Gar nicht drauf geachtet. Die hatten ja nicht die volle Anzahl Bewegungspunkte am Anfang. Ihr könntet sonst vielleicht den schon mal aufrücken. Kann natürlich sein, dass er hier rausrückt, aber ich glaube, unsere Garnison in Behandlestock wird einen Angriff schon abfangen. Hoffe ich einfach mal. Gut. So, wir haben in Finnland natürlich einen Chor und in Petrograd. Die könnte man demnächst auch irgendwann verschicken, sobald Punkte über sind. Jetzt müssen wir aber echt fertig sein, glaube ich, und dann gehen wir mal in die nächste Runde. Die österreich-ungarische Mar sinkt aufgrund des Falls von Lemberg, das ist gut. Und die Rumänen gehen in Richtung der Entente. Bürgerkrieg in Albanien. Und Albanien kommt auch auf unsere Seite. Das Vereinigte Königreich fügt seine Flotte das Schlachtschiff Agin Agincourt. Ich weiß gerade nicht von der Aussprache her. Aber ja, das, was wir den Osmanen jetzt eben nicht gegeben haben. Und die Mobilmachung geht noch weiter. Wir kriegen da auch tatsächlich Kurs. Zumindest eins, das ist gut. Und die üblichen Blockaden. Industrie, Tech bei den Russen mit dem Fortschritt. Sehr schön. Hatten die Briten ja schon letzte Runde, also je schneller das durchgeht, desto besser. Na, ja, 200 Punkte. Geht natürlich auch noch viel weg. Hier, ja, knapp drunter, aber das ist auch das Hauptquartier neu. Vor allem die Russen punktetechnisch etwas stärker. Aber sobald die Osmanen im Krieg sind, gehen die auch dieser 30er weg. Das müssten wir dann sehen, also alles in einem. Im Moment sieht es gut aus, würde ich sagen. Der Westfront ist ziemlich stabil und wir kommen im Osten langsam voran. Serbien ist halt das große Fragezeichen. Naja, und dann würde ich auch von dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch bei Mr. West rein, um die Seite der Mittelmächte zu sehen. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.